Na du? Ich sehe den mit dem Trident. Ich sehe ihn. Wenn ich verdammt viel Glück habe, kriege ich den. Volltreffer. Volltreffer. Ich hoffe, der hat seinen verdammten Trident gedroppt. Nö, eine Angel hat er gedroppt. Eine absolut zerstörte Angel. Ich fasse es nicht. Da ist das Schiffswrack. Ist da was? Wir pennen hier mal kurz. Bett ist far away. Geh doch mal weg hier. So. Oh, Alter, ne? Wir müssen jetzt bei über 4 Stunden sein in der Aufnahme. Her. Bah. Ich will mir schon wieder mein Boot nicht geben. Also irgendwie habe ich heute Pech mit dem Kram. Weißt du, diese Federn. Tschüss. Ich sehe das gar nicht ein. Ich will mein Boot lieber wieder haben. So. Aber wisst ihr was? Dann machen wir doch was ganz anderes. Da wir ja sowieso dort drüben Business zu tun haben, können wir ja mal geflissentlich. Oh, ich habe Hunger. Also nicht im Real Life. Hier. Und da packen wir mal ein bisschen Schrott rein. Ja, was nennen wir denn Schrott? Ja, hier den Weizen. Die anderen Truhen werde ich da auch mal reinpacken. Wenn ich jetzt wüsste, welches die Buried Treasure Map ist, die doppelt ist, das können wir aber rausfinden. Die ist es nicht. Es ist die. Und ich garantiere euch, es ist der Schatz, den wir schon mal gehoben haben. Vor ewig fucking Kiten. So. Wo ist der Zombomat, den ich eben gesehen habe? Ja, das macht keinen Sinn so. Wow! Fuck, das ist ein Kinderzombie. Da war ein Baby ertrunkener. Der ist unter Wasser genauso schnell wie an Land, wahrscheinlich die anderen. Aha. Ja, ich sollte erstmal was essen. Diggi! So, da drüben sind meine Federn. Alter, hier sind aber viele Ertrunkene. Guck mal, da ist auch einer. Ich sollte hier möglichst schnell weg. Also, vom Land meine ich. So. Erstmal, diese kaputte Angelrute kann ich eigentlich auch wegwerfen. So. Aber, weißt du, die kommt dann mal hier rein. Ich muss mich echt an die neue Bedienung gewöhnen. Die Federn, die kaputte Angelrute. Fishing Rod Lure, die ist voll intakt. Ah, das ist die alte Schatzkarte, die ich nicht will. Digi, schaffen wir das darüber zu schwimmen, ohne dass der Baby-Zombie uns holt? Ja, da ist noch einer. Ist irgendwo auch noch Lava am Start. Wo ist eigentlich unser Schwert, unser Gutes? Ich muss ein bisschen aufpassen mit den mit den Goldhosen. Hey Vogel.
Ich habe hier was für dich. Guck mal. So. Ja, da gargelt doch noch irgendwas herum. Ja, das ist der Kleine. Das ist der Kleine. Ja, der ist ziemlich schnell. So, war ziemlich schnell. Mit Betonung auf der Vergangenheit. So. Können wir jetzt endlich uns diesem Schiff hier widmen? Das wäre wirklich höchst herzallerliebst. Wow! Schon wieder. Alter, wie viele sind denn hier? Wo ist der? Wahrscheinlich unten im Schiff, ne? Jackpot. Woher wusste ich das? Das wusste ich gar nicht. Ich werde mal kurz auftauchen. Ach so. Ja, ich habe mal wieder vergessen, dass die Taste jetzt umgelegt ist. Muss nur aufpassen, dass ich nicht umgelegt werde. Bambus! The fuck? Ja, Bambus ist geil. Wir haben doch noch keinen Dschungel oder so. Und schon gar keinen Bambusdschungel. Jetzt können wir uns Bambus anpflanzen. Geilo! Hoha! Wofür doch Schiffswracks alles gut sind. So, wo ist denn die verguckte Kajüte? Die ist hier hinten. Ist davon noch irgendwas übrig? Da ist er. Du kleiner Scheißer, ich krieg dich. Pass mal auf. Komm her. So. So schnell geht das mal. Warum haben wir nicht schon längst 30 Erfahrungspunkte? Was ist hier los? So. Da ist noch ein. Da ist noch irgendein Ertrunkener. Alter, das ist ja hier krass. Ich glaube, ich werde mal darüber schwimmen. Vielleicht kommt dann ja der Ertrunkene hinterher und ich kann ihn besser sehen. Moinsen. Wir haben heute Spaß, ne? Ja, wir haben doch Spaß. Ja. Vor allen Dingen. Ohne vernünftige Maus habe ich richtig viel Spaß. Was, was? Das ist doch zum Kotzen. Was soll denn das immer? Wozu soll man vergiftete Kartoffeln haben wollen? Geht weg. Hier. Geschmeißt. Wie viel sind denn das? Alter. Ja, was könnte man denn noch ablegen? Also, ich muss mich an diese Maus gewöhnen. An die neue Taste gewöhnen. Die neue Taste ist es, nicht die Maus. Ja, leider. Ich werde mal hier ein bisschen Kohle reinlegen, weil ist ja nun auch nicht so viel wert. Und hier die Steinaxt. So, jetzt haben wir erstmal wieder genügend Platz im Inventar, um vielleicht den nächsten Angriff auf dieses Schiff zu starten. Ja, hier hinten ist die Kajüte. Und wenn wir Glück haben, können wir hier durchbrechen. Ja. Ja, ist nur so, das ganze Teil scheint eingegraben zu sein. Ach, wir gucken mal. Irgendwie kriegen wir schon unsere Schätze. Also der Kajütenschatz könnte unter Umständen perdu sein. So, ich werd mal. Warum isst du eigentlich nichts, Kollege? Das ist ungesund. Ja, hat meine Ex auch immer gesagt. Genau das waren ihre Worte. Na, nicht genau so.
Also, ich werde mich mal da hinten durchgraben. Hier irgendwie, ja, wo ist denn meine Spitzhacke? Wäre gut, die zu haben. Mach mal. Oh, der. Das ist, glaube ich, das unbequemste Schiffswrack, das ich jemals ausgehoben habe. Ja. Hier ist auch noch so ein komischer Strom drinne, der es total unschön macht. Hier drin herumschuschawenzeln. Nee, ich glaube, das ist noch gar nicht die Kajüte. Ich glaube, die Kajüte ist tatsächlich komplett verborgen hier drunter. Ja, hier haben wir auch noch Malheur. Ich guck mal. Ja, also hier scheint die Kajüte eigentlich mal gewesen zu sein. Mit Betonung auf gewesen. Und wenn ich das Schiffslayout bisher richtig verstanden habe, müsste die Truhe hier irgendwo drin. Ich hab sie. Gotcha, Baby. Ja, wir machen das hier heute mal ganz. Alter, diese Maus. Ich. You may not rest, there's monsters nearby. Ich glaube, es hackt. Diggi. Na gut. Ich habe immer noch Kaffee von vor einer Stunde. Eigentlich anderthalb Stunden. Digga, der ist so eiskalt. Und ich habe noch eine komplette Kanne Tee. Which means, wir können hier noch eine ganze Weile machen und haben eine gute Chance. Bottle O Enchanting. Alter, wie viele Emeralds kriegen wir denn heute? Das ist ja irgendwo. Sag mal, wie kann man eigentlich den ganzen Kram einsammeln? Ich klicke mich hier tot. Ja. Jupp, Heidi, die nächste Truhe ist gefunden. Jetzt muss es hier noch eine einzige Schatztruhe geben. Und ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wo die ist. Nämlich hier, wo es so ungemütlich ist. Hier so, da. Eigentlich müsste sie hier in der Ecke Fisch. So, jetzt reicht sie aber mal. Wenn der Fisch nicht kooperieren will, dann würde er halt ihr tötet. Ach, da ist sie ja. Guck mal, da. Da ist ja Truhe, ne? Eine Schatzkarte. Ich kann nichts aufheben, weil ja. Komm gleich wieder. Wenn ich nicht ertrinke vorher. So. Also hier müssen noch irgendwo Ertrunkene sein. Sehe ich so. Alter, wir werden so noch hin und her fahren müssen die ganze Zeit. Ach, das ist das, was hier alles versperrt. Das ganze Holz, was wir ausgegraben haben. Die Steine. Hier noch eine Truhe. Heute. Ich riskiere es mal. Wir werden schon nicht getötet werden. So. War das alles oder was? Ich bin enttäuscht. Leather Boot Protection. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Genau what I wanted for Christmas. Alles klar. Ich pack auch mal das da rein. Pack auch mal das da rein. Also der Bambus ist eigentlich das, was mir jetzt am liebsten ist, wo ich wirklich sage, juhu! Yippie-yay, Schweinebacke. Das ist ein ziemlich großes Schiff, Digga. Da müssen wir mal irgendwie. Ja, also wir werden hier auf jeden Fall noch einiges zu tun haben. So, noch eine Schatzkarte. Und was wollen wir wetten, dass es sich dabei um Duplikat handelt? Bei meinem Glück. Ja.
Was rede ich eigentlich? Ich jammere hier wirklich auf hohem Niveau. Doch, doch, die eine Truhe haben wir schon. Alles klar. Wir haben alle Truhen aus diesem Schatz, aus dem Schatzwrack rausgeholt. Und ich gucke jetzt mal, ob wir die Schatzkarte gleich wieder wegwerfen können. So. Ich mache das mal so. Und wir gucken mal. Also, das hier ist die, wo ich annehme, dass wir den Schatz schon gefunden haben. Das hier ist die, wo der Schatz drauf ist, wo wir so tief ins Meer rein müssen. Das ist noch mal eine ganz andere. Geil! Geil, geil, geil. Wir sind gesegnet, meine Damen und Herren. Alles klar. Dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal auf diese hier. Der Schatz ist im Südosten. Okay. Kurs Ost, Südost. Alle Schotten brassen. Was? Oh, Moment. Ich glaube, wir werden gerade angegriffen. Da möchte ich nicht gerne navigieren. Südost. Okay. Wir fahren erstmal Richtung Süden. Auf der Straße nach Süden. Da ist ein Schiffswrack. Das könnte allerdings auch die Vielmann sein. Würde mich gar nicht wundern. Sieht aber nicht danach aus, weil da müsste Raspo alles Inseln in der Nähe sein. Lass mich mal kurz schauen. Ja, noch way to go. Richtung Süden. Und jetzt werden wir mal sehen, ob es die Vielmann ist. Liegt auf jeden Fall schön mitten im Meer. Doch, es ist die Vielmann, ja. Ja. Es ist die Vielmann, eindeutig. So, immer schön Richtung Süden, Richtung Raspualis Insel. Es ist gar nicht so weit entfernt, wo wir ne? Das geht schon, das geht sehr aus. Ja, und die Unterwasserruinen hier, die nehmen wir uns auch nochmal en Detail vor. Warte mal. Nee, eigentlich ist das Norden. The fuck, warum gehe ich davon aus, dass es Süden ist? Kurs neu setzen, Captain. Kurs Norden. Ja. Entschuldigung. Kann ja mal passieren. Sollte nur nicht allzu oft passieren. Also ich weiß ja von diesem Speedboost, den man von den Delfinen kriegt. Kann man von Delfinen auch geheilt werden und helfen Delfine einem im Kampf unter Wasser? Ist das möglich? Ich komme mir jetzt irgendwie so ein bisschen vor, wie der Held in Drakensang, wenn er zu dem Palnatar, zu dem Zyklopen kommt, so, der dann sagt so, ich sehe viele Fragen in euren Augen und ja, genau so ist es. Der Held fragt ihm erstmal ein Loch ins Bauch. Guck mal, da ist das Schiffswrack, das wir eben gerade geplündert haben. Ja, genau, da ist nämlich auch die Truhe. Okay, also weiter nach Norden. Halt, stopp. Warum lässt du das Schiff hier? Okay, nehmen Sie das Schiff mit. So. Immer schön weiter Richtung Norden. Und dann Richtung Westen. Warum habe ich Südost gesagt? Ich bin so ein Horst. Ich vertue mich manchmal in der. Entschuldigung, Horsti. Aber du heißt ja eigentlich gar nicht in Wirklichkeit Horst. Darf ich das verraten? Ich finde das so lustig, dass wir Namensvettern sind. Upsi. Hab schon wieder fast verraten. Ja, und was meintest du eigentlich damit, ob es auch Gedenksteine gibt für Leute, also für Spieler, die sich haben, die so blöd waren, sich umbringen haben zu lassen? Meintest du damit mich? Ja, dann müsste ich ja für jeden beknackten Tod mir einen Gedenkstein setzen. Das wäre ja eigentlich irgendwo. Oder meintest du damit dich und wolltest für deine verschiedensten Tode in deiner Welt eine Bestätigung haben?
Du weißt doch, dass du dich hast töten lassen und oder in die Lava gefallen bist oder so. Das wissen wir doch alle. Die ganze Welt weiß das. Nach Norden müssen wir. Wir müssen mehr nach Norden. Wir sind schon viel zu weit nach Westen. Wir müssen nach Norden.